Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 28.01.2019. Und wir haben hier eine Reihe sehr, sehr spannender und interessanter News. Als erstes Mal haben wir Glenlivet. Und zwar eröffnen die ein neues Whisky-Erlebniszentrum, Besucherzentrum. Und das machen sie am Westende des Loch Ness. Ja, ich gehe mal davon aus, der Platz ist perfekt für ein Besucherzentrum. Denn Loch Ness ist ja eins der Touristenattraktionen Schottlands. Jeder will irgendwann mal Nessie besuchen. Und da kommen sicher eine ganze Menge Touristen vorbei, die man dann unterrichten kann, worum es eigentlich bei schottischem Whisky geht. Halte ich für einen tollen Move. Wird Sommer 2019 eröffnet. Und heißt, soviel ich weiß, die Loch Ness Whisky Experience. Dann für alle, die gespannt sind auf neue Flaschen, ja, es gibt eine neue Ankündigung von Highland Park. Und zwar der Highland Park 16 Jahre Twisted Tattoo. 46,7% Alkohol, ja, nicht kühlgefiltert, ungefärbt, wird wieder mal eine Sonderabfüllung und auch bei uns wird sie verfügbar sein, und zwar irgendwann Mitte Februar. Dann haben wir noch eine neue Abfüllung von Kings Barns. Kings Barns stellt ihre erste dauerhafte Whisky-Abfüllung vor. Wir hatten ja schon mal eine Whisky-Abfüllung, die war nur so 3000 limitiert, speziell für Mitglieder und sowas. Jetzt kommt eine Whisky-Abfüllung ohne Kühlfilterung, 46% Volumen. Und das werden die ersten 20 Fässer für diesen ersten Batch von der Kings Barn-Weinerei für jeden sein. Ja, es heißt Dream to Dram, also von ihrem Traum in das Glas, in ein Drum. Ja, sehr interessant. Und schaut mal bei whisky.de auf dem Shop vorbei. Irgendwann Mitte Februar wird er auch bei whisky.de erhältlich sein. Dann haben wir eine traurige oder ja, eine nicht so schöne Nachricht. Welsh Whisky und, das muss ich jetzt ablesen, Iliva Saronno trennen sich. Ja, also der italienische Investor und der irische Welsh Whisky, diese beiden trennen sich. Bekannt für Writer's Tears und Irishman. Und da die ja, über die Richtung der Brennerei sich nicht einig waren, geht es jetzt ab sofort in zwei verschiedene Richtungen. Das heißt, die Brennerei wird jetzt Royal Oak heißen und bei den Italienern sein. Und der Welsh Whisky, also der Writer's Tears, und die Irishman werden weiterhin bei Welsh Whisky sein. Ja, vielleicht nimmt es da keinen Schaden und ja, vielleicht ist es auch besser so. So, dann schauen wir mal von den Iren einmal über den Atlantik zu unseren amerikanischen Freunden. Buffalo Trace hat wieder was sehr Innovatives gemacht. Diejenigen, die Buffalo Trace Homepage mal besuchen oder öfters besuchen, wissen, ja, die sind schon relativ innovativ, und jetzt gibt es virtuelle Touren. Das heißt, man kann sich da irgendwie virtuell durch die Brennerei gehen, unter seinem Windows, Apple oder irgendwelchen iPad oder iPhones kann man das Ganze machen. Ich habe noch nichts von Android gehört. Und da kann man drei verschiedene Touren auswählen, bekommt dann die Brennerei im Detail erklärt. Geht auch mit Time Machine, dass man dann das in einer älteren Zeit und die Geschichte der Kentucky Distillers ja, so mitbekommt. Wer das Ganze lieber als Videoformat haben will, der schaut hier auf YouTube sich um. Da habe ich nämlich eine ja, Brennereibesichtigung gemacht im Videoformat. Als nächstes haben wir wieder, ja, wie jede Woche, eine neue Brennerei, die eröffnet wurde. Und zwar die Fort Nelson Distillery, diesmal in USA. Und wo? In Louisville, Kentucky. Ich glaube, ich hatte es mal auf meiner Tour irgendwo erwähnt, als ich drüben war 2015. Louisville will stärker Richtung Whisky gehen. Sie haben so eine alte Straße, wo ganz viele Bars waren, Bourbon und sowas. Ich glaube, sie ist sogar Bourbon Street. Und sie wollen viel mehr Brennereien nach Louisville bringen. Und jetzt haben sie wieder mal eine Brennerei nach Louisville gebracht. Und zwar die Fort Nelson Brennerei von der bekannten Brennerei Michter's. Michter's ist ja irgendwo im Süden von Louisville. In Louisville haben wir noch die Bernheim Distillery und jetzt haben wir nach jahrelanger Restauration haben wir auch eine
neue, frische Brennerei. Am 31.01.2019 wird sie eröffnet, also gar nicht lang hin. Und es wird eine Party geben, also bucht eure Flugtickets und schaut vorbei. Ja, und als letztes haben wir noch eine neue Abfüllung aus USA. Wie es schon öfter gegeben hat, gibt es den Woodford Reserve Double Double Oaked. Es ist wie der normale Double Oaked, bloß dass er ein Jahr länger gereift wird und in kleinen Flaschen abgefüllt wird und auch ein wenig hochprozentiger ist. Ja, das war's heute wieder mal mit unseren Nachrichten diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.